Was geht ab, Jungs? Was geht ab, was geht ab, was geht ab? Entschuldigt bitte die Verspätung. Es gab ein paar technische Probleme mit dem Magen, was soll ich sagen? Diesen Mann brauchen wir, Jungs. Diesen Mann brauchen wir mit Zahnlücke. Diesen gut aussehenden Mann mit Zahnlücke brauchen wir im Pack. Okay, Jungs, dramatische Musik. Mann, ich will nicht England. Ich will England nicht. Verteidiger, ich sag mal so, wenn es so ein Prime Ferdinand ist, kann man mit leben. Aber der Rest würde ich jetzt nicht fühlen. Digga, ich bin ein Hellseher, hä? Richtig? Okay, warte mal kurz. Was ist jetzt noch übrig? Niederlande? Niederlande, Portugal, Frankreich, Brasilien. Das ist gut bisher. Sehr gut. Portugal muss als nächstes weg. Wobei, Euse wäre krass. Ah, schade. Aber, oh, Niederlande weg und dann sieht es eigentlich sehr, sehr gut aus. Richtig? Richtig? Oh, Hullet wäre krass. Ja, stimmt. Boah. Beide. Chat! Frankreich oder Brasilien? Oh, wichtig. Wichtig? Kein Trezeguet. Brasilien, Chat! Brasilien! Wichtig! Oh mein Gott. Okay, das Schlechteste, was jetzt passieren kann, ist ZOM. Sokrates KK. Wobei KK ist sogar noch... KK wäre okay. Stark. Oh, der ist sehr, sehr geil. Wir haben England weg, wir haben Argentinien weg. Wir haben nur noch Brasilien, Frankreich, Deutschland, Niederlande. Jungs, es sieht sehr, sehr gut aus. Es sieht sehr, sehr gut aus. Frankreich, Brasilien. Frankreich, Brasilien, Trezeguet. Hört auf, das zu schreiben. Wir sind wieder drin in Brasilien. Jungs, die Iconpacks gönnen. Jetzt bitte, kein Verteidiger und kein Sokrates, kein KK. Gib dem brasilianischen Tänzer Gaucho, Erneuf und Pelé. Wisst ihr, was wir machen? Direkt, wir gehen direkt dahin. Wir gehen direkt dahin. Drachenkrieger, nee, es war World Cup. Drachenkrieger World Cup ist es nicht. Drachenkrieger Prime. Okay, Jungs, wir distanzieren uns davon. Ich merke schon, das geht in eine falsche Richtung. Hatte er schon. Du hast zweimal WM gemacht? Echt? Nein. Egal, Jungs. Wir werden es eh gleich sehen. Mittelfeld. Bitte, EA. Bitte, EA. Gönnt dem Mann. Position. Was gibt's denn alles? Es gibt eigentlich nur noch ZOM bei Mittelfeld, oder? Rivaldo oder KK? Ja, ne? Nee. Oh, Rivaldo, KK und Sokrates. Und Gaucho, stimmt. Es ist kein KK, es ist kein Rivaldo und es ist kein Sokrates, Jungs. Das ist ein W. Es ist ein Stürmer, Jungs. Es ist ein Stürmer. Garrincha muss weg. Aber es ist trotzdem über 1 Million wert und trotzdem krass. Schade. Ah, wir sind sehr, sehr weit gekommen, aber trotzdem krass, Jungs. Trotzdem krass, muss man. Es war halt eine sehr krasse Auswahl. Leider der schlechteste von der Auswahl, aber trotzdem, Jungs, Garrincha World Cup. Okay, er macht einfach so auf. Trocken rein, Jungs. Brasilien? Ronaldinho? Es hätte so schön werden können. Es hätte so gut werden können. Der Arme, ja. Stellt euch mal vor, ihr seht Brasilien links Flügel, dann kommt einfach Rivaldo. Ich sag's euch, der hat R9 drin. Oder Pelé. Na, guck mal, jetzt macht er auch Dreieck. Fleischfuß ist er auch nicht. Was hat er denn noch übrig? Ich glaube, der hat wirklich schon noch Brasilien, oder? Jungs, wisst ihr, was er noch übrig hat? Lag schon gleich gute Roulette, Jungs. Ich mach hier gar nichts.
Ich mache hier gar nichts. Ich bin nur in SharePlay drin. Ey, der hat wirklich... den französischen erneuen. So, zeig mal her. Wie sind wir? Wo sind wir? Wie sieht's aus, Jungs? Für Fortnite. Die Roulette sind einzigartig. Die sind wirklich einzigartig. Was hat der Mann denn noch übrig? Ich habe ehrlich gesagt gerade nicht drauf geachtet. Hat der nur noch Brasilien? Jungs, hat er nur noch Brasilien? Oh mein Gott, er hat fett gefailt. Kommt aber auch davon, wenn man Spezial eingibt und nicht einfach nur nach Icon sucht. Kann ich irgendeinen Zuschauer whitelisten? Ja, mach. Drogba. Oh my God, bro. Oh, hell no, man. What the fuck, man? Get your ass on. Ich hau euch eine Wette rein. World Cup Icon, ja oder nein? Und solange die Wette am Start ist, machen wir schnell Entbannungsanträge. Madu spammt Pool rein. Okay, das waren seine einzigen Nachrichten. Was kann man mit 10k machen? Hat er 80 Mal reingeschrieben. Wurde noch nicht gebannt, nicht getimeoutet. Hab eine 4 plus in Deutsch. Schnitt war 4,6. Ich will dann auch gebannt werden. Basti Sohn, Lakshude hat das Zepter selber in die Hand genommen und Mado gesperrt. Sorry, das war nicht für dich, Bro. Sorry. Aus Versehen auf Ablehnen. Gekommen. Hallo Lakshu, du süßer Hase, ich würde dich gerne so krass smashen. Ich guck dich immer an, um mich zu amüsieren, weil du so geil bist. Hoffentlich bald Fuß Reveal, sonst müssen hier die Subs fliegen. Wir wollen sehen, was hinter diesen Lackschuhen steckt. Nächster. Wie wird man Mod? Hobbylos bannen. Hallo, antworte bitte. Pick deine Mod-Bewerbung einfach auf Insta und lass ein Sub da. Liebe Grüße, Sportschuh. Er lehnt alle ab. Ja, absolut, Jungs. Ich brauche keine Abfucker im Chat. Mir reichen 2-3 Leute im Chat, die einfach nur korrekte Sachen reinschreiben. Ich brauche keine 3000 Zuschauern, wo 2000 davon nur Scheiße in den Chat reinschreiben. Und der letzte, Jungs. Fortnite, Huren. Dass ich den da noch nicht gebannt habe, ist auch ein Wunder. Digga mit N. Kev hat den gebannt. Sorry, mein Goldfisch ist ertrunken. Und dann muss ich meine Trauer rauslassen. Ich wollte was Gottloses reinschreiben wegen dem Goldfisch. Weil ich weiß, dass es gelogen ist. Aber vielleicht wird sich ein oder andere getriggert fühlen, der vielleicht wirklich ein Haustier verloren hat. Deswegen. Nee, scheiß drauf, Digga. Geh mit deinem Scheiß. Oh mein Gott! Digga, ich hab das erst jetzt gecheckt. Junge, ich bin ja richtig lost. Er schreibt, Goldfisch ist ertrunken. Oh mein Gott, Digga, bin ich dumm. Ey, Jungs, jetzt mal Real Talk. Würdet ihr es fühlen, wenn ich so Fitnessvideos bringen würde? Weil ich sag euch ehrlich, Jungs, ich hab jetzt einen Plan. Ich hab einen Plan. Ich hab halt jahrelang große Fehler gemacht im Gym. Deswegen sehe ich auch nicht so aus wie jemand, der schon etwas länger im Gym ist. Und ich möchte diese Fehler... Ich möchte euch von diesen Fehlern erzählen, damit ihr die nicht macht. Weil ich denke mal, die meisten von euch sind halt genauso in dem Alter. So 16, 17, 15, 18, wo man vielleicht mal anfängt mit dem Gym. Und damit ihr nicht dieselben Fehler macht wie ich, dachte ich mir, kann man eigentlich schon mal ein bisschen erzählen. Man kann halt nicht als Lauch Leuten erzählen, was sie im Gym machen sollen. Deswegen, ich kann euch nur erzählen, was ich falsch gemacht habe, was ihr besser machen solltet. Aber ihr werdet sehen, Jungs, ihr werdet sehen, so wahr ich hier sitze, an diesem Tisch wird nicht gelogen. Ein paar Monate, ich bin shredded. Gebt mir ein paar Jahre, ich sehe aus wie Tim Gabel. Gebt mir ein paar Jahre, ich sehe aus wie Tim Gabel. An diesem Tisch wird nicht gelogen, Jungs. Ich meine es komplett ernst. Ja, leck weg, Mann, du Hund. Wallah.